Ja, hallo und willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Ich bin's, der Black. Und wir sind ja hier kurz vor unserer letzten Runde Maulis, fürchte ich. Was heißt fürchten? Ja, gut, ich fürchte es schon, weil die Maulis noch eine vergleichsweise vernünftige Quest waren. Und ich fürchte mich vor dem, was folgen wird. Ja, naja, gut, okay, zählt nix. Wir gehen schon mal los. Übrigens habt ihr ja in den letzten Folgen auch die schöne Geschichte, beziehungsweise die Geschichten von mir anhören müssen. Welcher... Hoppla. Ah, schade, ich dachte, es konnte noch einsammeln. Welche ja eben, ja, die Geschichte von mir in Fiesta, beziehungsweise die von Yucam, die Entstehung, beziehungsweise auch bis zu meinem Austritt die Geschichte und die Anfangsgeschichte von Helga eben erzählt bekommen. Der Dü, der hat sich die Folgen auch angeguckt und hat da noch einen kleinen, ja, nennen wir es mal Nachtrag dazu geliefert in einem Kommentar, und ich dachte mir, weil es ein bisschen größer ist und weil er ja auch aus der Zeit kommt und es ihn eventuell... Jetzt kann ich nicht laufen, jetzt, okay. Und es ihnen, ja, durchaus was angeht, beziehungsweise eben auch eine andere Sicht zu hören ist, lese ich den Kommentar mal komplett vor, weil ja nicht jeder liest. So, macht hier jemand Maulis? Macht hier jemand Maulis? Ich will hier niemand mopsen. So, warte, warte. Ich frag mal nach Gruppe. Gruppe. So, wunderbar. Klappt doch. So. Okay, der Snoop und die Eileen haben wir jetzt in Gruppe. Also wie gesagt, ich lese mal den Kommentar vom lieben Dü vor. Hab mir die letzten Folgen mal angeschaut, und da ich oft erwähnt werde, möchte ich hier nochmal einen Nachtrag setzen. Zu dem Zeitpunkt, als ich die Leitung der Gilde abgegeben habe, gab es zum einen eine persönliche Differenz zwischen mir und der jetzigen Gildenmeisterin, also Tari. Dass er die Leitung trotzdem an Tari weitergegeben hat, ist schon, sagen wir mal, von hohem Vertrauen zu merken, würde ich sagen. Huhu, erstmal her. Hi. So. Ja, das heißt, dass dieses Vertrauen missbraucht wurde, ist eigentlich fast noch schändlicher. Plump. Hui. Ja, der Snoop ist ja auch doch ordentlich groß. Okay. Also wie gesagt, zusätzlich stagnierte die Gilde Yucam. Das heißt, so wie es immer ist, Leute gingen und zu wenig Gute kamen dazu. Ja, solche Dürrezeiten gibt es immer mal. Welches zur Folge hatte, dass unsere Helga-Tage auch in Gefahr waren? Ja, weiß ich nicht. Kann durchaus sein, wie gesagt, einer der gegangen sind, werde zu dem Zeitpunkt schon halb ich gewesen sein, weil ich ja relativ inaktiv war. Unsere Helga-Tage auch so, nur dass ich zum damaligen Zeitpunkt die Gildenleitung komplett abgegeben habe. Im Privaten hatte ich aufgrund Ausbildung und Führerschein, bei mir auch einiges verändert. So, hopp, mal mit draufhauen hier, hip. Das war ein Magie-Pups, den habe ich gar nicht gesehen. So, also nochmal. Im Privaten hat sich aufgrund der Ausbildung und Dings einiges verändert, aber es ist, wie es ist. Hinzufügen möchte ich noch, dass der Name Yucam von mir ist. Soweit ich weiß, soweit ich mich noch erinnern kann, habe ich den Namen mal irgendwo aufgeschnappt in einem Browser-Game, einer Allianz oder Gilde. Ich habe den Namen nur später nicht mehr wiedergefunden. Na gut, dann wird wahrscheinlich diese Gilde den Namen von dem Spiel Duke Nukem, ja, herhaben. Und Dü hat es quasi aus dritter Hand, nicht aus zweiter. so dass er komplett von mir oder auch komplett von mir sein kann. Hat mit dem Spiel aber nichts zu tun. So. In der Nachbetrachtung, es ist gelaufen, wie es ist, allerdings stimme ich Black zu, er hätte eine Waffe hätte er noch erhalten sollen. Man muss erwähnen, dass es sich um eine Helga-Axt handelte, ohne Stats, die somit nur einen symbolischen Wert hatte, tatsächlich, mehr ist es nicht. Naja, wie gesagt, es war halt das Schlechteste vom Schlechtesten. Ich wollte halt nur haben, um meine Punkte wegzukriegen, und das wurde mir verwehrt. In Nachbetrachtung muss ich erwähnen, dass ich Helga-Axt somit nur einen symbolischen Wert. Des Weiteren hatte ich mir damals schon gewünscht, dass ich meinen Namen, also Yucam, fortführen hätte dürfen, sodass die anderen, also die Gilde geklaut haben, sozusagen ausgetreten wären. Denn man muss immerhin sagen, von 8 Mitgliedern, von 20 Mitgliedern, die wir damals noch waren, aktiv jetzt, sind 8 ausgetreten. In Chars waren es natürlich ein paar mehr. Also ungefähr 40%. Was heißt ungefähr? Genau 40%. Nach der Gründung von Reborn, ist jetzt glaube ich 4 Jahre her, war Helga uninteressant geworden, da welche, da alle auf Jägerstrategie waren, also alle meine Strategie geklaut haben, die Schweine. So. Oh, ich schreibe mich hier mal ein kurz. Ich schreibe mich mal ein, ja, der Krieger-Code. Dumm. So, hopp. Der ist uninteressant geworden, da alle auf Jägerstrategie waren und somit
um Kills zu holen, man 500er Jäger brauchte, welches, ja, was sinnloserweise auf T- welche sinnloserweise auf TS laufen, weil, wie gesagt, kann man ja nur bis 100 rein, da man bei, nach dem 5-minütigen Raid nichts mehr mit den anderen anfangen konnte. Ja. Freut mich allerdings, dass ich heute noch bei, mit dem Leute mit dem Namen Nukem rumlaufen. Ich hoffe nicht, dass dies zu sehr auf Kosten des realen Lebens und der Finanzen geht, denn eine Gilde, die über Jahre auf einem guten Niveau zu halten, geht in Fiesta Online und vielen anderen MMOs nur über Geld oder viel Zeit. Stimmt einerseits, stimmt auch andererseits. Ich habe damals ja einiges reingehauen. Abgeben. So. Ich habe damals einiges in, an Geld ins Spiel reingehauen, um, ja, wie gesagt, mein Niveau halten zu können. Gerade in der Zeit, wo ich inaktiv war, war das ja teilweise wichtig, beziehungsweise da habe ich noch investiert, wo für Helga eben, wo, weil ich noch bei den Raids dabei war, habe da wirklich Crit-Kanonen geschmissen, obwohl ich wirklich immer nur, was weiß ich, 5 Minuten pro Woche online war. Und ja, für die 5 Minuten pro Woche habe ich da am Ende auch noch Ammos geschmissen und dieses und jenes. Also es war viel, das war wahrscheinlich einer der Gründe, warum ich dann irgendwann komplett aufgehört habe, weil es mir einfach zu teuer geworden ist, ich konnte es nicht mehr bezahlen. Jetzt würde es gleich gar nicht mehr gehen, aber es geht ja auch ohne, man sieht es ja an mir, ich habe zwar schon investiert ein bisschen was, aber wenn man das mit anderen Sachen vergleicht, ist das ja absolut gar nichts. So, wir reiten mal wieder hin. Ich habe mich, wie gesagt, Kriegercode, kühner Krieger eingeschrieben, mal schauen, ob da noch ein paar dazukommen, wenn nicht, na, dann nicht. Dann gehen wir Leo Gordon, aber Gordon waren wir ja auch schon ein paar Mal. Da würde Kriegercode vielleicht gar nicht mal so schlecht aussehen. Müssen wir sehen. Müssen wir sehen. Dauert eh noch eine Weile, bis das zu ist. Beziehungsweise offen. Lalalala. So, hopp, hopp, hopp. So, mal gucken, ob ich jetzt auch ein bisschen aktiver mitspielen kann, weil ja, das Vorlesen, das dauert natürlich seine Zeit. Und, ja, jetzt sollte es besser werden. Damit die anderen nicht meckern, dass der blöde Jäger hier hinten dran hängt und gar nichts macht. Wo sind die jetzt? Seht ihr nicht. Hallo, Leute. Da hinten. So, hopp. Lalalala. So, da bin ich wieder. Schöne Miezekatze übrigens. Gefällt mir dieser Leopard. Wusste gar nicht, dass es sowas gibt. So. Elaine, denke ich mal, wird der Name ausgesprochen werden. Und Snoop eben. Elaine pullt. Snoop, ja, killt. Und ich stehe die meiste Zeit dumm daneben und hau mal eine Vergiftung drauf, die absolut keinen Sinn hat. So, weil die Mobs einfach zu schnell tot sind. Naja. Naja, was soll's. Umso schneller geht's, ja. Hehe. Ich habe übrigens mal nachgeguckt. Wir müssen dann, sobald wir dann Löffel abhaben, auch die Liebe in der, ist in der Luft, dann mal irgendwann abschließen. Damit wir die Liebe ist in der Luft 2 fertig kriegen. Ein Fiesta Gutscheincode. Ach so, war nur ein Fluch. Ich dachte schon 444D4443 hätte auch ein Fiesta Gutscheincode sein sollen. Welcher Schwanz soll droppen? Gibt's hier Schwänze? Braucht man hier einen Schwanz? Weiß gar nicht. Ja, wird schon kommen. Irgendwann. So, gucken wir mal. 100, ach so, ja, hier, iCard schreibt, die 111 bis 125 PvP KQ, sucht da natürlich auch Leute. Mal schauen, bei uns. Jo, ich bin auch noch recht einsam auf der Flur. Ist natürlich ein bisschen schade, weil die KQ ja nur losgeht, wenn ich, ja, auch mit drin bin, beziehungsweise wenn wenigstens zwei drin sind. Wenn derjenige AFK ist, na gut, okay. Dann bin ich mir fast nicht sicher, ob ich die Folge dann mitnehme oder einfach ja dumm in der Gegend rumstehe oder einfach zusammenschneide. Das könnte dann ausnahmsweise passieren. Sollten es wieder ein paar weniger werden. Aber bis dahin dauert es halt erstmal ein bisschen. So, hopp. Ja, wieder die wegpupst, ist nicht mal gut. Nicht mal feierlich. Lululul, hast du was du brauchtest? Weil sie jetzt rumstehen? Nee, doch nicht. Na gut. Dann gehen wir mal weiter in, ja, ich renne einfach den Snoop hinterher. Ja, da sind die Mobs wieder. Alles klar, da hat sie nur auf den Respawn gewartet. Hm? So, kommt mal mit.
Und die anderen nimmt sie mit, okay, das ist kein Problem. Und hep. Flup. Toll. Naja, drei Stück noch, dann habe ich das auch schon wieder geschafft, die 50. Und das werden dann wahrscheinlich wirklich die letzten gewesen sein, weil ich glaube nicht, dass wir den nochmal annehmen können. Wenn wird's eng. Ich muss mal gucken. Die andere, die 200er ist ja schon fertig. Mal schauen, mal schauen, mal schauen, mal schauen. So, hopp. So, und schlick. Okay. Abgeben. Lalalala. Klappt doch. Klappt doch hier. So, huch. Immer leckt das hier. Da war ein Dragon, der vorbeigeritten ist. Das liegt das hier am Dings. Ne, jetzt geht's. Weil wenn sobald es durchsichtig gestellt ist, durfte es ja eigentlich weiter polieren, sozusagen. Insofern klappt das schon. Oh, Kaku. Einer. Toll. Notfall gehen wir halt Gordon direkt. Das würde auch nicht stören. Ansonsten wollte ich halt eigentlich die Krieger-Kaku mitnehmen und danach Gordon B oder sowas. Aber naja, wenn es nicht will, dann will es nicht. So. So ist das nämlich. Und überhaupt. Und hast du nicht gesehen. Und jetzt, Achtung. Klasse. Guck mal, ich auch. Das dürfte eigentlich reichen. Ab. Jawohl. Löffel ab, Löffel ab. Ich bin Löffel ab. Ich hab Löffel, ich habe. Gehst wieder geschafft. Ich bin 84. Lelelelele. Ich bin 84. Lelelelele. Ich bin 84. Okay. Reicht. dann würde ich mal sagen, mal gucken, was können wir hier annehmen. Erster Bock. Erster Bock, was ist das? Und weiter. Höhle ganz leer. Keine Ahnung. Erster Block 2. Ach so. Das war schon die erste Quest. Feuergolem. Okay. Feuergolem. Steinhändler Thompson. Du hast brennendes Herz. Nee, brennendes Herz haben wir schon angenommen. Teure blaue Flecken. Das ist. Kristallerz. Okay. Wieder zwei neue Quests. Ein paar andere werden wir in Elde bzw. Uro finden. Ich werde mal nach Elde zurückflutschen. Weil ich glaube, da kann ich sogar was abgeben. Ich weiß nicht, ob ich das noch, das andere da noch annehmen kann. Aber ja, werden wir sehen. Chuli hat sich den Titel Triumphaler Verzauberer verdient. Dann muss ich eh mal gucken. Was ist denn eigentlich hier? Was habe ich mir aufgeschrieben? Liebe liegt in der Luft. Liebe liegt in der Luft. Die muss ich abgeben. Liebe in der Luft liegt in der Luft. 1. Maulwurms, Schwanz und, ach so. Scheiße. Mist. Mist. Ich hab da, dann hätte ich das Zeug auch mitsammeln können. Verdammt. Ich. So. So. Bin, warte mal, sind die noch da? Keine Ahnung. Weiß ich gerade nicht. Ich bleib mal kurz in Gruppe, wenn sie denn noch da sind. Wenn sie denn noch da sind. Aber sie scheinen einen anderen Zielpunkt anzustreben. Insofern gehe ich mal aus Gruppe. Bin mal aus Gruppe. Danke und Biba. Dann mache ich eben noch die ein paar Mollys extra. Sozusagen als Bonus. Weil ich die blöden Schwänze und das ganze Mistzeug auch noch einsammeln muss. Ach, verflixt. Hätte ich mal eher geguckt, dann hätte ich gleich gesammelt. Aber andererseits, der Schwanz hat ja scheinbar eine Weile getroppt, gedauert zum Troppen. Habe ich den wenigstens schon? Nö, natürlich nicht. Wäre es ja auch. So, Maulwurf Vorderbeine. Fangen wir mal damit an. 8 von 50. Ein paar haben wir von denen schon. Maulwurf Zähne. 1 von 10. Das ist, glaube ich, eine andere Quest wiederum. So, halt. Ich muss auch auf große Gruppe gehen, wenn ich Tschüss sage. So, hier liegen ein Haufen Vorderbeine. Die sind noch von uns vorhin. Lalalala, ich guck mal hier. Oh, guck mal an. Werden ein paar mehr. Juhu. Ice Bruce, Honda, Taketsu, Den Haniel und das Haniel. Und Event C. Was heiß ich denn? So. Okay. Guck mal, hier gab es gerade keinen Leck, habt ihr ja gesehen, aber das ist Wurst, solange alles klappt. So, die Zähne nehme ich auch mit, weil ich nicht weiß, wofür die Quests sind. Kann ich hinterher immer noch weghauen und neu sammeln und überhaupt. So,
Also, Vorderbein, Vorderbein, Vorderbein und Folgenende, das muss auch sein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.